Heute zu Gast ist Carla, die 11. Rosenkönigin von Bernburg. Und ja, hallo, schön, dass du da bist. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch, heute hier zu sein. Sehr gerne. Stell dich doch einfach mal kurz vor, was machst du, was sind deine Tätigkeiten? Genau. Ja, also mein Name ist Carla Tania Eckert, ich bin 22 Jahre alt und ich repräsentiere meine Geburts- und Heimatstadt als 11. Bernburger Rosenkönigin von 2020 bis 2023. Ja, beruflich mache ich gerade eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Aschersleben. Ja, und so Hobbys sind halt, also ich tanze bei der Prinzengarde, beim NCC in Nienburg und ich lege sehr viel Wert darauf, Unternehmungen mit der Familie zu machen, vor allem mit meinen beiden Schwestern. Und ich bastel auch sehr viel und gestalte sehr viel und bin sehr kreativ und ja, genau. Das hört sich doch sehr gut an. Wie lange bist du schon bei der Garde? Das ist ein Karnevalsverein aus Nienburg, oder? Genau, es ist ein Karnevalsverein. Ich bin jetzt das zweite Jahr da, also noch nicht so lange, aber es macht ganz viel Spaß und ja. Wie kann man sich das vorstellen? Ich bin jetzt gar nicht so im Karnevalsgeschehen drin. Ja. Wie trainiert man da ganzjährig? Macht man da irgendwelche Choreografien? Ist wahrscheinlich, also du tanzt dann da, oder? Ja, genau. Also es ist immer ein Gardetanz und ein Showtanz. Mhm. Der Gardetanz bleibt manchmal mehrere Jahre gleich und der Showtanz ist jedes Jahr anders. Wir trainieren zweimal in der Woche, immer montags und donnerstags und es ist jetzt nicht das ganze Jahr. Wir fangen meist irgendwann im April ungefähr an und dann halt bis wir fertig sind, sage ich mal. Es dauert vielleicht so bis Oktober und im November ist dann eben schon die erste Veranstaltung, wo wir das dann vorführen. Muss man da irgendwelche, also man sollte wahrscheinlich schon ein Talent für Tanzen mitbringen oder kann man da einfach hinkommen? Man braucht schon so ein bisschen Talent dafür, ja. Also ich bin aber auch, ich habe vorher noch nie Sport gemacht, gar nichts und bin da auch einfach so reingerutscht. Ich kannte es halt nur von meiner Mutti, die war beim Karnevalsverein in 50 Jahre lang und hat damit getanzt, war da auch einige Jahre Prinzessin. Daher kam so die Leidenschaft für den Karneval und ja, ich glaube, wenn man sich einfach dafür interessiert, dann wird das schon. Und du warst ja dann auch jährlich auf den Karnevalsveranstaltungen davon. Ja, genau. Das hatte ich dann quasi so mitgerissen, dass du gesagt hast, komm, das probiere ich auch mal aus. Ja, genau. Kannst du es weiter, wenn du jetzt schon das zweite Jahr in Folge oder seit 2 Jahren dabei bist, dann kannst du wahrscheinlich auch weiterempfehlen, oder? Ja, also es ist generell schön, wenn man in so einer großen Gruppe dabei ist oder halt in einem Verein. Es ist wie so eine große Familie, man lernt viele Leute kennen. Es kommen ja auch immer wieder neue Leute dazu und es entstehen auch sehr feste Freundschaften. Ja, sehr gut. Wie sieht da die Struktur aus? Also sind das, also ich kenne es jetzt noch, also ich habe auch jahrelang halt Sport gemacht, war hier im Fußball, habe mit 4 Jahren dann auch angefangen und habe eigentlich bei jedem Verein letztendlich hier in Bernburg gespielt, Einheit Bernburg, Askania, Schwarz-Gelb Bernburg. Und da hat man ja immer nur so eine begrenzte Zahl, so 11 Spieler, die jetzt spielen letztendlich im Männerbereich. Und wie sieht das dann bei euch dann aus letztendlich? Sind das dann 50 Tänzer oder wie kann man sich das vorstellen? Also es gibt verschiedene Tanzgruppen. Es gibt die Krümelgarde, die Juniorengarde, dann die Prinzengarde eben. Ja. Es gibt auch noch eine Frauentanzgruppe, sind da vielleicht ältere, sage ich mal. Mhm. Und wir sind jetzt zurzeit, glaube ich, 16 oder so. Okay. Also es tanzen auch nicht alle beim Gardetanz mit, das sind nur 12, also es sind 12 Plätze. Und beim Showtanz sind es dann immer ein bisschen mehr. Okay. Ja. Ah, aber eigentlich ist es im Großen und Ganzen, ja, sag ich mal, unbegrenzt irgendwie. Ja, klar. Ja. Ja. Okay. Weil du gesagt hast, du bastelst auch gerne oder bist gerne so kreativ unterwegs. Da hatte ich die Tage einen Artikel von dir in der MZ in Bernburg, über die Anti-Corona-Langeweile-Aktion von der Bernburger Freizeit GmbH gelesen. Da hast du ja auch die Parkeisenbahn moderiert, sozusagen. Ja. Und wie kam es dazu? Ich habe von der Aktion habe ich tatsächlich nicht wirklich was mitbekommen. Mhm. Das war eine Aktion der Bernburger Freizeit GmbH, genau. Richtig? Okay. Ja, also. Bist du da aufmerksam geworden und warum hast du dich entschieden, daran teilzunehmen? Also es war nicht der erste Wettbewerb, wo ich mitgemacht habe. Ich habe auch schon davor an 2 Wettbewerben teilgenommen, was dann immer im Supersonntag oder in der MZ ausgeschrieben war. Okay. Das erste, was ich gemacht habe, war ein Fahrrad für den Saalradweg e.V. Da wurden so die 5 schönsten Fahrräder gesucht und da habe ich dann
das alte Fahrrad von meiner Mama mit Rosen dekoriert, weil Rosen sind ja meine Lieblingsblumen und so. Okay. Und habe das dann an der Fußgängerbrücke aufgestellt und es war dann halt so einige Tage so ein Blickfang. Mhm. Es wurde auch sehr gut angenommen, es sind ganz viele Leute stehen geblieben, haben das Fahrrad bewundert, haben Fotos gemacht und so. Und genau, der zweite Wettbewerb war von den Stadtwerken. Die hatten eine Idee gesucht für ein Trafohäuschen zur Gestaltung. Mhm. Und da habe ich gedacht, ja, ich habe eine Idee, mache ich mal mit. Und habe dann auch ein kleines Modell angefertigt, wie eben die Trafostation aussehen könnte. Und die haben sich dann eben auch für meine Gestaltungsidee entschieden. Und da ist jetzt das Bernburger Schloss drauf zu sehen und die Saalefee, umrahmt von Rosen natürlich. Genau. Und dann, wo das so mit Corona anfing, war auch in der MZ und bei Facebook das mit der Anti-Corona-Langeweile-Aktion. Und da habe ich gedacht, also es war eigentlich eher so auf Kinder. Kinder konnten eben so vor allem mitmachen, aber ich habe gedacht, ich mache trotzdem mit, weil mir das eben so viel Spaß macht und ich auch gerne so gestalterische Herausforderungen annehme. Und da habe ich erst überlegt, ja gut, was machst du? Also zeichnen, ja, ich kann auch zeichnen, aber basteln finde ich besser. Und ich mag den Tiergarten sehr gerne und wollte eigentlich erst ein Modell vom Tiergarten basteln. Da habe ich dann aber gedacht, das wird vielleicht ein bisschen groß. Und dann habe ich mich eben für die Parkeisenbahn entschieden. Ah, sehr gut. Ja. Das finde ich mega gut. Wie bist du auf solche Aktionen? Weil du hast ja gesagt, es sind jetzt 3 Aktionen, an denen du schon teilgenommen hast. Bei der einen bist du jetzt über die MZ und über Social Media und Facebook dann draufgestoßen. Und dann ist bei den anderen Aktionen dann auch so, dass du das einfach in der MZ gelesen hast? Oder wie bist du da aufgekommen? Ja, also die erste Aktion mit dem Fahrrad habe ich im Supersonntag gelesen. Mhm. Ja, den kriegt ja eh jeder Haushalt. Und es war so zufällig, dass ich das gelesen habe. Und weil mir das so viel Spaß gemacht hat, habe ich dann, also ich achte jetzt wirklich drauf, wenn ich die Zeitung lese, ob irgendwelche Wettbewerbe oder so ausgeschrieben sind, wo ich mitmachen könnte. Also ich bin schon so ein bisschen auf der Suche nach diesen Wettbewerben, ja. Ja, sehr gut. Bist du dann in deinem Beruf auch so kreativ tätig oder kannst du da deine Kreativität nicht so ausleben, sag ich mal? Nee, also in meinem Beruf bin ich nicht wirklich kreativ. Ich habe nach der 10. Klasse meine Fachhochschulreife in der Fachrichtung Gestaltung gemacht. Mhm. Da konnte ich kreativ sein und dachte eigentlich auch erst, dass ich auch später beruflich was Kreatives machen möchte. Habe dann aber festgestellt, dass manche Sachen doch eher Hobby bleiben sollten, weil auch einfach die Konkurrenz sehr groß ist. Also ja, ich bin kreativ, aber es gibt Leute, die haben noch viel mehr drauf als ich. Und da würde ich, glaube ich, ein bisschen untergehen in der Branche. Deswegen ist das für mich ein guter Ausgleich zum Beruf halt in meiner Freizeit. Ja, ja, klar. Und dann verliert man dann noch nicht den Spaß am Hobby, wenn man das jetzt wirklich tagtäglich macht. Ja, genau. Kann ich nachvollziehen. Diese Anti-Corona-Langeweile-Aktion von der Bernauer Freizeit GmbH, wie hast du das generell erlebt, dieses Corona-Thema jetzt hier in Bernburg? Wie fandest du, weil in Bernburg wurden ja auch viele Aktionen halt letztendlich gestartet, wir selber haben auch eine Aktion gemacht, wir haben Bernburg hilft ins Leben gerufen, wir haben so eine Hilfskampagne gemacht für die Händler hier vor Ort, haben da halt kurzerhand einen Online-Shop sozusagen ins Leben gerufen, was man auch so aus vielen anderen Städten halt gehört hat, wo die Händler ihre Gutscheine halt oder Gutscheine oder Produkte halt drüber verkaufen konnten. Ja. Und es wurde tatsächlich auch sehr, sehr gut angenommen. Auch die Bernburg Freizeit nebenher und Tiergarten haben zum Beispiel auch daran teilgenommen und wir haben es geschafft, innerhalb von in den ersten 2 Wochen 2.500 Euro dann zu raisen quasi. Und da war auch im Tiergarten, da gab es so viele Tierpatenschaften, also man hat gemerkt, dass Leute den Tiergarten hier oder den Tierpark letztendlich sehr, sehr, dem sehen, sehr nahe stehen und ist ja auch letztendlich ein schöner Tiergarten und Tierpark. Aber wie hast du das so mitbekommen mit dieser ganzen Corona-Geschichte? Wie hast du die ganzen Aktionen erlebt? Und Ja, also es fing ja erstmal damit an, dass eben ganz viele Geschäfte zugemacht haben. Und dass man schon sehr eingeschränkt war in der Freizeitgestaltung. Also eigentlich konnte man ja gar nichts mehr machen, außer zu Hause bleiben. Das fand ich sehr schade, weil das eigentlich gerade so Saisonstart war. Und für Tiergarten, für Parkeisenbahn, für die Saalefee und alles. Und ich war schon echt traurig, dass ich diese Saison nicht so starten konnte, wie ich es normalerweise jedes Jahr mache. Okay. Weil so wie es warm wird, sofort in Tiergarten, ist bei mir der erste Besuch gleich. Und ich habe auch eine Tierpatenschaft für die Zwergziege gemacht als 11. Bernburger Rosenkönigin.
und habe auch eine Jahreskarte gekauft und so, weil ich auch den Tiergarten unterstützen wollte. Und ja, es sind halt viele Veranstaltungen. Also ist ja immer noch so, die Veranstaltungen sind alle abgeblasen worden und auch die Wahl der Rosenkönigin. Ja, also ich hatte mich ja ab Januar was ausgeschrieben, dass eben eine neue Rosenkönigin gesucht wurde. Okay. Ich habe mich dann drauf beworben. Und da fing das so an mit Corona und so. Und da habe ich schon gedacht, naja, also das Rosenfest wird ja gecancelt und da wird die Wahl bestimmt auch auf nächstes Jahr verschoben. Und habe mich eigentlich auch schon so voll darauf eingestellt, dass ich eben den Anruf kriege und gesagt wird, ja, nee, erst nächstes Jahr. Tatsächlich war es dann aber so, nach der Bewerbungsfrist, also irgendwann Mitte April, habe ich den Anruf bekommen, dass ich das jetzt bin. Okay. Einfach so. Und da war ich auch kurz geschockt und weil ich gar nicht mehr damit gerechnet habe. Ja. Und dann wurde eben gesagt, ja, es ist eben nur eine Bewerbung eingegangen, also nur meine. Mhm. Fand ich im ersten Moment ein bisschen schade, dass das Ehrenamt anscheinend nicht attraktiv genug ist, um dass das vielleicht mehr junge Frauen gerne machen wollen würden. Und ich habe mich aber natürlich auch gefreut, dass ich so konkurrenzlos durchs Ziel spaziert bin. Naja, und dann war ja der Zeitungsartikel, wo dann nochmal groß geschrieben wurde, dass ich das jetzt eben bin. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, jetzt bist du Rosenkönigin, aber es finden keine Veranstaltungen statt, was willst du jetzt machen? Und dann habe ich mir halt so überlegt, dass ich auch ohne Veranstaltungen ja präsent sein kann. Und dann habe ich eben das mit der Tierpatenschaft gemacht. Und es sind auch noch andere Projekte geplant dieses Jahr. Und ja, ich hoffe natürlich, dass der Weihnachtsmarkt dieses Jahr stattfindet. Dann wäre das auch für mich eine Gelegenheit, nochmal als Rosenkönigin präsent zu sein. Mhm. Und ja. Ja, sehr gut. Genau, bevor wir zu deinen späteren Projekten und sowas oder folgenden Projekten und so kommen, würde mich als allererstes mal interessieren, warum gibt es in Bernburg eine Rosenkönigin? Also Bernburg ist ja jetzt nicht als Rosenanbaugebiet bekannt. Und ich kenne es halt eher so von diesen Weinkönigen, was man so aus ganz Deutschland halt kennt, aus diesen Weinanbaugebieten. Daher ist das ja so ein bisschen präsent letztendlich. Aber warum gibt es eine Rosenkönigin in Bernburg? Ja, also das glaube ich schon, dass sich einige fragen, warum gibt es in Bernburg, wo keine Rosenzucht betrieben wird, eine Rosenkönigin? Das hängt allerdings mit unserem Stadt- und Rosenfest zusammen, weil im Jahr 1968 hat der Arzt Herr Dr. Heistermann zu einer Rosenpflanzaktion aufgerufen. Er wollte somit eben bewirken, dass das industrielle Stadtbild verschönert wird. Und in diesem Zuge entstanden dann zahlreiche Neuanlagen auf den Rosenblüten und auch das Rosenfest nahm im selben Jahr noch seinen Anfang. Und irgendwann später hat sich dann eben die Stadtverwaltung überlegt, ja, Bernburg soll auch eine Rosenkönigin bekommen. Und die erste Rosenkönigin wurde dann 1993 gekürt. Oh, okay. Ja. Okay. Und warum warum der Doktor, der Arzt, Heistermann, sich für Rosen entschieden hat? Gibt es da irgendwelche Belege oder ist es einfach nur... Nee, also es ist tatsächlich nur die Info, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, was ich jetzt so weiß. Okay. Ansonsten. Aber es passt ja perfekt, wenn du sagst, Rosen sind sowieso deine Lieblingsblume, sag ich mal. Das ist ja dann perfekt. Und okay, jetzt wo wir wissen, warum es eine Rosenkönigin gibt, was macht dann eigentlich eine Rosenkönigin? Oder was sind so deine Aufgaben? Wie kommt es eigentlich dann zur Wahl? Weil du hast ja gemeint, da gibt es eine Bewerbungsphase und diesmal gab es aber keine Konkurrenz. Also keiner hat sich für das Ehrenamt beworben. Wie findet halt sonst diese Wahl dann, der Wahlprozess halt dann statt? Musst du da Reden halten oder... Musst du dich dann, also wie sieht das der Ganze dann halt aus letztendlich? Also es ist so, ab Januar wird es immer ausgeschrieben, ab Ende Januar meist, dass eben in diesem Jahr eine neue Rosenkönigin gesucht wird. Und dann kann sich jede Frau ab 18 Jahren darauf bewerben. Mhm. Voraussetzung ist eben, man ist 18 Jahre alt, hat einen Führerschein und wohnt in Bernburg oder in einem Ortsteil von Bernburg. Mhm. Da werden die Bewerbungen gesammelt dort und an die MZ weitergegeben. Und dort gibt es dann eine Ausschreibung, wo alle Kandidatinnen vorgestellt werden. Da gibt es dann auch nochmal ein Video dazu, wo man dann kurz was erzählt, warum man Rosenkönigin werden möchte. Und dann sind Stimmzettel abgedruckt und die MZ-Leser können dann eben entscheiden, wer die neue Rosenkönigin werden soll. Genau. Okay. Also die mit den meisten Stimmzetteln, die gewinnt dann halt. Okay. Ja, genau.
Und was macht, wenn man dann zur Rosenkönigin gewählt wurde? Was sind dann halt so die Aufgaben? Also die Hauptaufgabe der Rosenkönigin ist es, auf regionalen und überregionalen Festen und Veranstaltungen präsent zu sein und Werbung für die Stadt Bermuk zu machen. Die wichtigsten Aufgaben sind natürlich die Veranstaltungen hier direkt in Bermuk, also das Stadt- und Rosenfest, das Schlossbergfest, der Weinmarkt, dann das historische Erntefest ist auch noch mit dabei, wo man dann präsent ist. Es läuft dann immer so ab, dass ich zusammen mit dem Oberbürgermeister und mit den Veranstaltern und mit Sponsoren die Veranstaltungen eröffne und die alle Gäste willkommen heiße und so. Und dann ist es meist so, dass ich dann eben noch übers Festgelände spaziere und man wird wirklich ganz oft angesprochen, oh, darf ich mal ein Foto machen, kriege ich vielleicht eine Autogrammkarte und ja, auch ganz viele Kinder kommen dann immer auf einen zu und sagen, oh, wie toll und eine echte Prinzessin. Ja, sehr gut. Hast du denn tatsächlich auch Autogrammkarten? Oder ja, also wir haben die erst vor kurzem in Druck gegeben und die werden bald auch, also man kann die bald auch haben, dann kann man einfach mir schreiben bei Facebook oder bei Instagram, ich möchte gerne eine Autogrammkarte haben oder man meldet sich direkt bei der Stadtverwaltung, die schicken einem das dann auch nach Hause. Okay. Ja. Hast du dann, also ich weiß jetzt noch von Weinkönigin, da war es ja glaube ich, weiß nicht, damals mal so, dass man halt immer ein Dirndl tragen musste bei den Auftritten. Mhm. Hast du dann irgendwie ein offizielles Outfit oder wie tritt man dann da letztendlich noch? Also im Grunde genommen kann ich anziehen, was ich möchte. Ich habe natürlich zwei rote Rosenköniginnenkleider, in denen ich dann immer zu sehen sein werde. Also es ist ein riesiges Ballkleid und dann gehört natürlich immer die Schärpe dazu und die Krone. Und ja, das ist dann so mein Outfit. Und es ist schon echt sehr auffällig. Also ja, das kann ich man vorstellen. Wird angeguckt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Und bekommst du, wenn du sagst, du hast ein Rosenkönigin-Kleid, sag ich jetzt mal, bekommst du da irgendwelche Unterstützung dann von der Stadt oder von denen du halt, also für die du dann letztendlich als Repräsentant dann auftrittst? Oder? Also ich wurde jetzt tatsächlich von der Stadtverwaltung einige Kosten erstattet bekommen. Mhm. Natürlich alles in einem Rahmen, schließlich wir haben einen Haushaltsplan, ja. Ja, klar. Und dass das alles immer ein bisschen begrenzt, aber so es wird schon sehr viel übernommen. Und wenn ich jetzt auf einer anderen Veranstaltung außerwärts bin, also ich werde ja auch von anderen Hoheiten eingeladen auf deren Feste, da bekommt man dann auch mal irgendwas umsonst, sage ich mal. Man darf da halt umsonst einen schönen Tag verbringen. Mhm. Oder kriegt irgendwelche Geschenke oder man schenkt aber auch den anderen Hoheiten was. Also es ist so ein Hin und Her, sage ich mal. Ja. Ja. Ja, sehr gut. Wie oft bist du da denn letztendlich dann unterwegs? Also ist das jetzt einmal im Monat, wo du dann als Rosenkönigin auftrittst? Also im Normalbetrieb, jetzt nicht in Corona-Zeiten, sondern wie ist es halt normalerweise? Also so genau kann ich es ja noch nicht sagen. Ich bin ja noch nicht so lange Rosenkönigin, aber von meinen Vorgängerinnen habe ich eben so mitbekommen, dass das meist so von Mai bis Oktober ist. Okay. Und gerade direkt im Sommer, Juni, Juli, August, ist man jedes Wochenende unterwegs. Also jeden Samstag, manchmal noch sonntags dazu, also und auch in ganz Deutschland. Also man kriegt von, selbst von der Ostsee, von der Sonneninsel Fehmarn, kriegt man Einladungen zum Rapsblütenfest, also... Ja. Und du kannst dann selber entscheiden, wo du teilnehmen möchtest und wo nicht, oder? Ja. Okay. Ja. Und also es hört sich ja schon nach einem sehr anstrengenden, aber auch einem sehr schönen Abend halt an. Warum denkst du, hat sich keiner darauf beworben jetzt in diesem Zeitraum? Also ich weiß nicht, wie das dann in den Vorjahren halt war. Also ist das Amt jetzt, weil es halt nicht so publik war oder wegen Corona oder was denkst du, warum, was spielt da rein? Dass halt also so viele... in den Vorjahren war es eigentlich so, dass mindestens so 4 bis 5 Bewerbungen immer eingegangen sind. Ich denke schon, dass es an Corona eben liegt, weil viele denken, Stadtfest findet nicht statt, brauche ich mich auch nicht bewerben. Ja. Ich denke mal, daran lag es wahrscheinlich. Ich würde mir allerdings für die Zukunft wünschen, dass noch mehr Bewerbungen eingehen. Und dass das Amt eben einfach attraktiver wird und das möchte ich so mit Facebook und Instagram ein bisschen bewirken und noch mehr Werbung eben für das Amt machen, weil es ist halt noch gar nicht so populär. Also viele Bermuker wissen ja, es gibt eine Rosenkönigin, aber die meisten denken auch, ich bin nur zum Stadt- und Rosenfest unterwegs und das war's. Ja. Also man weiß gar, also die meisten wissen gar nicht so, was da eigentlich alles noch dranhängt.
Und ich möchte eben auch bei Facebook, ich habe ja eine Facebook-Seite, da werde ich mein ganzes Leben als Königin so dokumentieren und eben aufzeigen, was mache ich alles, was habe ich alles erlebt. Genau. Wie heißt die Facebook-Seite, wenn man jetzt das hört und suchen möchte? Nur Bernburger Rosenkönigin. Bernburger Rosenkönigin. Ja. Und da wirst du dann wirklich so Stories machen und Posts oder ja, so Videoaufnahmen, wenn du halt so auf den Events bist und so weiter. Ja. Ah, okay, cool. Hört sich gut an. Instagram machst du natürlich dann auch, oder? Ja. Ja, okay. Gut. Spielt das auch, hat, oder denkst du, dass das auch in Zukunft so ein bisschen so einen Einfluss letztendlich auf das Amt haben wird? Gerade weil du vorhin gemeint hattest, dass die Wahl so eine Popularitätswahl dann ist, also dass die MZ-Leser dann halt letztendlich abstimmen und wenn man jetzt halt viele Leute kennt, dass man dann sagt, okay, hier stimmt mal bitte für mich ab. Und da können wir schon vorstellen, dass das halt gerade, wenn man wirklich sich für das Amt dann ernsthaft bewirbt, dass man, wenn er im Vorhinein schon so ein bisschen so auch so eine Kampagne irgendwie bei Facebook oder bei Instagram halt macht, dass man dann halt auch wahrscheinlich einen Vorteil letztendlich hat in der, bei der Wahl oder in dem Wahlprozess halt. Denkst du, dass das halt Social Media generell halt eine Auswirkung auf das Amt haben wird? Oder? Ja, also die Facebook-Seite gibt es ja schon ein bisschen länger. Das, die hat die, meine Vorgängerin, die 9. Rosenkönigin, Luisa, die erste ins Leben gerufen. Und sie hat mir auch gesagt, man hat da schon gemerkt, dass man mehr Einladungen bekommt, dass man mehr Anfragen für Autogrammkarten bekommt, also dass man schon viel mehr in der Öffentlichkeit steht, nur weil man eben jetzt bei Facebook oder bei Instagram ist. Also es macht sich schon auf jeden Fall bemerkbar. Ja. Man ist auch mit anderen Hoheiten viel mehr im Kontakt und kann auch Ideen sammeln und sieht, ja, was machen die so? Oder ja, eben auch einfach nur Kontakte knüpfen mit anderen Hoheiten. Ja. Wie ist das, wenn man, für wie lange ist man dann gewählt? Also wie lange hat man das Amt inne? Also normalerweise sind es 2 Jahre. Aufgrund der Corona-Krise sind es jetzt bei mir 3 Jahre. Ah, okay. Ja. Ah, okay. Und was passiert danach, wenn man jetzt die 2, 3 Jahre als das Ehrenamt inne hatte? Man kann sich wahrscheinlich nicht nochmal bewerben oder? Theoretisch könnte man sich auch noch man könnte sich auch noch ein zweites Mal bewerben. Allerdings würde ich jetzt, ich würde es jetzt nicht direkt nach meiner Amtszeit nochmal machen, weil ich auch einfach anderen Frauen die Chance geben möchte, diese Reise mal erleben zu dürfen. Es ist dann eben so, wenn das Amt zu Ende geht und die neue Rosenkönigin feststeht, dann wird die neue Rosenkönigin auf dem Stadtfest gekrönt, auf der Bühne von der alten Rosenkönigin. Und ich würde dann eben meine Schärpe an die neue Rosenkönigin weitergeben und mein Amt dann sozusagen damit niederlegen. Ja. Genau. Und also man hat jetzt nicht irgendwie, dass es danach noch eine überregional, ist das jetzt nur in Bernburg oder gibt es da irgendwie so eine, bei den Weinkönigen ist ja glaube ich so, dass die dann in der Gemeinde oder in diesem diesem Weinanbaugebiet eine Weinkönigin haben und wenn dann glaube, wenn sie ihre Amtszeit beendet haben, dann wird im nächsten Jahr irgendwie so in Deutschland weiter Weinkönigin gewählt. Gibt es das bei Rosenkönigin auch? Oder ist das okay? Das ist wirklich nur mal diese 2 Jahre, jetzt in meinem Fall 3 Jahre. Ja, und danach ist es halt auch wieder vorbei. Ja. Mhm. Aber ich sage immer so, Königin ist man nur einmal, aber ehemalige Königin ist man immer. Ja, das ist gut. Ja. Sehr gut. Was waren denn überhaupt deine Beweggründe, dich für das Amt zu bewerben? Ist wahrscheinlich nicht nur deine Liebe zu Rosen oder deine Präferenz dazu? Nee, also es ist tatsächlich so, dass schon als Kind das Stadt- und Rosenfest immer ein riesen Highlight für mich war. Auch weil der Festumzug, der dann durch die Innenstadt geht, auch an meinem Zuhause eben lang geht. Ah. Und ich stand dann immer als kleines Kind mit meinem Papa am Straßenrand und habe so mit voller Bewunderung der Rosenkönigin eben zugewunken. Also es war schon immer so ein kleiner Kindheitstraum für mich. Und wo es dann eben ausgeschrieben wurde, dann habe ich meine Chance ergriffen und habe mich beworben. Und ich freue mich immer noch riesig, dass das jetzt endlich mal geklappt hat, ja. Ja, das hört sich doch gut an. Ja. Du bist jetzt seit April, richtig? Genau. Da gerade wegen Corona, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon so einschätzen kannst, aber wie in jedem Beruf oder in jeder Tätigkeit, ehrenamtlicher Tätigkeit, gibt es ja meistens halt Vor- und Nachteile, die dann halt mit der Tätigkeit oder mit dem Beruf halt einhergehen.
Kannst du schon so ein bisschen abschätzen, was du so besonders gut findest an dem Amt und wo du jetzt und oder auch Bereiche, wo du sagen würdest, es ist vielleicht der Stress, also wenn man jetzt halt viel reisen würde, oder was du vielleicht halt auch denkst, was jetzt in Zukunft in den nächsten 3 Jahren, wo du sagst, das finde ich jetzt vielleicht nicht so gut. Ja, also natürlich ist es schon sehr stressig, wenn man jedes Wochenende irgendwo eingeladen wird. Aber ich finde immer, wenn man das mit Leidenschaft macht, dann nimmt man den Stress auch gerne mal in Kauf oder den Zeitaufwand. Es ist ja auch irgendwo ein Ende in Sicht, sage ich mal. Ich mache es ja jetzt hier nicht mein Leben lang. Ich glaube, sein Leben lang kann man das auch gar nicht machen. So nach 3 Jahren ist dann auch irgendwann mal okay. Ja, ich würde sagen, das ist so der einzige Nachteil in Anführungsstrichen, den es so gibt. Also es ist schon sehr zeitaufwendig, aber wie gesagt, wenn man es mit Leidenschaft macht, es ist ja wie mit jedem anderen Hobby auch. Also man steckt da Energie rein und Zeit, aber wenn das eben so einen interessiert und das so das Hobby für einen ist, dann macht man das ja auch voll gerne, ja. Ja, das stimmt. Ja, genau. Gibt es so Dinge, auf die du dich besonders freust oder wo du sagst, das wird so das Highlight wahrscheinlich sein in deiner Tätigkeit? Also vor allem finde ich es halt gut, dass ich was Gutes tun kann für meine Heimatstadt, dass ich für meine Heimatstadt werben kann und dass ich andere Leute und Menschen eben begeistern kann, wie schön und vielfältig Bernburg sein kann und hoffe, sie natürlich auch für einen Besuch in unsere Saalestadt zu begeistern. Und es ist wirklich so, wenn man spürt diese Dankbarkeit, wenn man dann gerade als Rosenkönigin präsent ist. Also man wird angelächelt, die freuen sich voll, alle einen zu sehen. Gerade, habe ich ja vorhin schon gesagt, die Kinder, die kommen an und wollen einen umarmen und so. Und das ist eigentlich so mit das Schönste dran. Okay, hört sich gut an. Jetzt ist mir gerade eingefallen die Frage, warum gibt es, also gibt es auch einen Rosenkönig oder gibt es nur eine Rosenkönigin, oder? Es gibt nur eine Rosenkönigin, okay. Ja. Ist das irgendwie noch in Planung, dass es auch einen Rosenkönig gibt oder ist es wirklich nur einmal so? Also es ist nicht in Planung, dass es einen Rosenkönig gibt. Es ist auch tatsächlich in ganz Deutschland so, dass es alles so zu 80% Frauen sind, die das machen. Es gibt auch schon länger ein paar Männer, auch ein paar Könige, aber jetzt in Bernburg ist es nicht geplant, aber mein Freund, der begleitet mich auch auf allen Veranstaltungen und dann sage ich immer so, das ist mein Rosenkönig, so inoffiziell, ja. Genau. Sehr gut. Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass du ein paar Aktionen und Projekte jetzt in Zukunft schon geplant hast. Mhm. Was steht denn so in den nächsten Wochen, Monaten für dich als Rosenkönigin an? Also in der nächsten Woche wird ja erstmal meine Autogrammkartensammlung geliefert und dann werde ich natürlich schön bei Facebook und Instagram Werbung machen, dass die jetzt endlich da sind und sich jeder, der eben eine haben möchte, gerne bei mir melden kann. Dann ist auch noch ein Video geplant, was ich auf meiner Facebook-Seite veröffentlichen möchte, eben aufgrund, dass ich ja dieses Jahr nicht wirklich Veranstaltungen habe, wo ich präsent sein kann, wollte ich eben so ein Video machen und anderen zeigen, ja, hier, ich bin die Rosenkönigin, das ist Bernburg und so, kommt mich besuchen. Dann bin ich gerade zur Zeit dabei, ein Ausmalbild zu gestalten. Das sollte jetzt eigentlich schon am Anfang der Sommerferien starten, aber eben auch durch Corona zieht sich das ein bisschen nach hinten. Ich hoffe, dass wir in der Mitte der Sommerferien das veröffentlichen können. Das ist dann eben hauptsächlich auch für Kinder, aber auch gerne für Erwachsene. Die können sich das dann in der Stadt abholen, online ausdrucken oder in der Stadtinformation würde ich auch gerne ein paar Exemplare dann auslegen. Und ja, genau, man kann es halt ausmalen und dann kann man das Bild mir gerne wieder zuschicken oder eine Kopie oder ein Foto per E-Mail oder so und dann bekommt derjenige auch eine königliche Antwort von mir. Oh, sehr schön. Genau. Außerdem ist noch geplant, dass ich mein Auto mit einem großen Aufkleber bekleben lasse, wo dann 11. Bernburger Rosenkönigin draufsteht, auch einfach, um, wenn ich dann außerhalb auf Veranstaltungen präsent bin, nochmal Werbung für die Bernburger Rosenkönigin zu machen, um das eben wieder ein bisschen populärer zu machen. Und außerdem bin ich immer noch in der Hoffnung, dass der Weinmarkt und das Moonlight Shopping stattfinden werden und da werde ich auch dort präsent sein. Okay, sehr gut. Hört sich auf jeden Fall nach ein paar guten Aktionen und Plänen halt an. Also wer eine Autogrammkarte von dir haben will, soll dich einfach anschreiben auf Instagram und Facebook.
oder wer ein Ausmalbild halt haben will, ja, kannst du dann auch zuschicken, damit er dann auch die königliche Reaktion dann bekommt. Ja, genau. Jetzt gerade auch als Bärenbäuerin oder als waschechte Bärenbäuerin bist du ja hier geboren und hast du schon mal woanders gelebt dann? Oder nein, Zeit deines Lebens? Ich bin hier geboren und hier aufgewachsen und lebe auch hier und das wird sich auch nicht ändern. Ah, sehr gut, sehr gut. Auch als Repräsentant jetzt letztendlich von der Stadt, nicht nur als Bärenbäuerin an sich, sondern auch als Repräsentant der Stadt, kennst du dich ja wahrscheinlich halt hier auch sehr, sehr gut aus, logischerweise. Und du hast ja schon gesagt, dass du in dem Video, was bald kommen wird, so ein paar Freizeitaktivitäten oder so einfach so ein bisschen zeigen willst, was halt Bernburg zu bieten hat. Mhm. Und ich komme auch aus Bernburg und bin auch hier geboren, habe hier Abitur gemacht. Dann aber fürs Studium für meinen Bachelor bin ich nach Dresden gegangen, dann für meinen Master nach Magdeburg und war dann halt noch anderthalb Jahre im Ausland halt unterwegs. Und bin dann immer zwischendurch während des Studiums mal sehr sporadisch, ein paar Mal im Jahr halt nur nach Bernburg gekommen. Mhm. Habe da aber schon so gesehen, okay, seit 2011 hat sich schon sehr viel verändert und Bernburg hat sich wirklich zum Positiven entwickelt. Jetzt gibt es ja auch dieses Schild auf der alten Bibel, das so an so Hollywood erinnert. Also man sieht halt schon, dass es in der Stadt vorangeht und dass es auch wirklich eine positive Entwicklung letztendlich ist. Wie hast du die Entwicklung halt so wahrgenommen letztendlich, weil du warst ja dann die ganze Zeit hier, du hast irgendwie alles immer stetig mitbekommen letztendlich. Und wie findest du halt die Entwicklung von Bernburg? Also mir ist auch in den letzten Jahren eben eine positive Entwicklung aufgefallen und mir ist auch aufgefallen, dass das immer mehr von jungen Leuten kommt und von Studenten oder so, die sich eben dazu motiviert fühlen, für Bernburg was Gutes zu tun. Und ich habe den Eindruck, also vor längerer Zeit noch war das irgendwie noch nicht so. Das hat sich erst so in den letzten Jahren so entwickelt, dass wirklich man sich als junger Mensch hier wohlfühlen möchte und auch was dazu beitragen möchte, dass es hier immer schöner wird. Ja. Und ja, genau, das ist mir so aufgefallen. Das stimmt. Am Alten Markt gibt es ja jetzt auch von der Hochschule diesen Projektraum Koi, also wo man sich dann auch so Coworking Space mäßig, wo man sich einfach hinsetzen kann und wo sich wirklich alle Leute halt einfach einfinden können und zusammen arbeiten können und zusammen einfach neue Kontakte knüpfen können. Und da war ich auch sehr überrascht, weil ich habe dann noch ein Jahr lang in Berlin gearbeitet und meine Masterarbeit da geschrieben. Und da ist das ja wirklich halt mit diesem Coworking Space. Und da dachte ich so, das wäre eigentlich für Bernburg auch eine coole Aktion, gerade weil es halt auch so viele Studenten gibt. Dachte mir, das wird wahrscheinlich richtig gut angenommen. Und also da war ich auch positiv überrascht, dass es sowas zum Beispiel halt hier gibt. Was sind denn so deine Lieblingsecken in Bernburg? Also was sind so deine Geheimtipps, sage ich mal, für Bernburger und oder auch für Touristen, die halt einfach herkommen? Ja. Also unser größtes Aushängeschild ist natürlich das Bernburger Schloss, welches ja auch bekannt ist als die Krone Anhalts. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, da ist zurzeit zwar Baustelle, aber man kann den Schlosshof ja trotzdem betreten. Und direkt auf dem Schlosshof befindet sich der Eulenspiegelturm, welcher als das größte Denkmal des Volkshelden Till Eulenspiegel gilt. Und seit 2004 ist Till dort in Form einer lebensgroßen Puppe wieder in der Turmkammer zu besichtigen. Und auf Knopfdruck erzählt er dann den Besuchern seine Geschichte. Außerdem hat man von der Schlossterrasse aus einen super Blick auf die Saale und auf das Saaletal. Und dann sind es eben diese zahlreichen Freizeitaktivitäten der BFG, also der Bernburger Freizeit GmbH, dort hier warten. Die MS Saalefee kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Dann die Parkeisenbahn, mit der kann man vom Rosenhag bis zum Märchengarten Paradies fahren und so weiter. Also es ist eigentlich wirklich für jeden was dabei und auch für jedes Wetter was dabei. Das stimmt. Also ich muss wirklich sagen, die Freizeitaktivitäten hier, auch wenn Bernburg als eine sehr kleine Stadt daherkommt und man sagt, okay, es sind 35.000 Einwohner, ist jetzt nicht wirklich viel, aber Bernburg ist echt wirklich eine schöne Stadt und man hat viele Aktivitäten, die man letztendlich auch machen kann. Ja. Und diesbezüglich wir werden als IT-Thema, wir sind eine Marketing- und IT-Unternehmensberatung
und spezialisieren uns aber vor allen Dingen halt so auf Softwareentwicklung im IT-Bereich, werden wir jetzt halt eine App rausbringen für Bernburg, wo alle Freizeitaktivitäten, alle Gastronomieanbieter und alle Events letztendlich gelistet werden, wo man einfach sieht, wenn man die App nutzt, was ist in Bernburg los, was gibt es hier, wo kann ich essen gehen, wie kann ich mich kulturell betätigen und so. Und da werden wahrscheinlich dann auch, oder sehr, sehr wahrscheinlich, die Events halt drin sein, die du dann als Rosenkönigin halt besuchen wirst oder präsentieren wirst. Und weil wir hatten es ja auch mal vorhin kurz mit Social Media, dass der Einfluss halt auf das Amt der Rosenkönigin. Wie siehst du die Digitalisierung oder das digitale Angebot hier in Bernburg, weil als junge Person, wie du ja bist, wächst man ja ist in den letzten Jahren halt in der digitalen Welt halt aufgewachsen. Jeder mit 4, 5 Jahren bekommt schon ein iPhone, so irgendwie so übertrieben jetzt gesagt. Gefühlt gehen die Kinder halt nicht mehr raus, sondern sind halt am iPhone letztendlich. Und wie findest du, hat Bernburg viele digitale Angebote oder wünschst du dir noch mehr als junge Person? Und was wäre so deine Idee, was man halt hier noch in Bernburg machen könnte, so im digitalen Bereich halt? Also ich finde, es ist eigentlich schon ganz okay, aber es könnte noch ein bisschen besser sein. Gerade wenn man jetzt im Internet guckt, ja, was will ich jetzt, wie möchte ich jetzt meine Freizeit gestalten, dann hat man zwar die Internetseite der Bernburger Freizeit GmbH, aber ich finde, gerade bei Facebook und bei Instagram, also die fangen jetzt auch gerade an, da so mal eine Seite zu haben, aber es sollte einfach, gerade bei Facebook und bei Instagram, einfach noch viel mehr präsenter sein. Ja, definitiv. Ja, genau. Würdest du die App, die ich kurz erwähnt hatte, würdest du so eine App nutzen, um einfach Bernburg nochmal kennenzulernen, und was wären da so die vielleicht auch Features, die du dir besonders wünschen würdest, sage ich mal? Also, oder hast du, also wenn du natürlich auch keine Idee oder nichts jetzt spontan einfällt, ist auch nicht schlimm. Ja. Aber würdest du halt generell so eine App nutzen halt letztendlich? Also ich denke schon, dass ich es nutzen würde. Wie ich ja eben schon angesprochen habe, gerade wenn man jetzt mal gucken möchte, oh, schlechtes Wetter, regnet draußen, was kann ich denn jetzt hier eigentlich machen? Ich will ja nicht nur den ganzen Tag zu Hause rumsitzen. Denke ich, ist das auf jeden Fall eine gute Idee. Und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Gäste, Touristen, die nach Bernburg kommen, das nutzen würden. Man müsste es dann halt nur gut präsentieren, dass die gleich wissen, okay, da gibt es eine App, die kann ich nutzen. Ich denke schon, dass das sehr gut ankommen würde. Und okay. Du hast ja jetzt die Zeit deines Lebens in Bernburg verbracht. Was denkst du oder wie siehst du Bernburg jetzt in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Also wie könntest du dir vorstellen, dass sich Bernburg jetzt von der Entwicklung, die wir jetzt so gesehen haben in den letzten Jahren, von der positiven Entwicklung, was könntest du oder was wünschst du dir, wie Bernburg in 5 bis 10 Jahren, sag ich mal, aussieht? Hast du da schon mal irgendwelche klaren Vorstellungen? Oder? Also so genau habe ich mir da noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht. Ich könnte mir auch, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir jetzt gerade auf so einer Bergaufbahn sind. Ich habe ja vorhin schon gesagt, in den letzten Jahren gerade viele junge Leute wollen sich mehr einbringen, wollen das Stadtbild verschönern und motivieren ja dadurch auch noch mehr junge Leute, das zu tun. Und ich denke, dass es in den nächsten Jahren einfach so weitergehen wird. Also der eine macht was, der motiviert 2 andere, die wieder 2 andere und immer so weiter. Also ich denke schon, dass da noch viele Projekte kommen werden und dass sich noch viel positiv verändern wird. Aber was jetzt genau, das kann ich nicht sagen. Ja. Ja. Du kannst ja wahrscheinlich auch einen Einfluss halt direkt drauf haben mit deinem Rosenköniginamt. Kannst ja dann auch viel vorantreiben, und gerade weil du dann halt der Repräsentant ein Repräsentant von Bernburg bist und auf vielen Festen unterwegs bist und dich mit vielen Jugendlichen, Kindern, aber auch Erwachsenen halt unterhalten oder kommunizieren wirst. Und wir werden auf jeden Fall deinen Instagram-Account natürlich auch folgen und gucken, was du auf welchen Festen und welche Aktivitäten du dann halt machst als Rosenkönigin. Also ich freue mich schon dann drauf, auch dich dann die nächsten 2 bis 3 Jahre dann zu begleiten und zu sehen, was, damit ich dann auch mal ein bisschen reinkomme in dieses Rosenkönigin-Amt und verstehe. Ja. Genau. Das war es auch schon. Also nochmal zum Abschluss, da habe ich noch 1 Frage oder 2 Fragen.
Wir würden gerne zum Abschluss des Podcasts immer so noch dem Hörer etwas mitgeben, so vielleicht ein, zwei Tipps. Du hast ja jetzt schon viele Tipps gegeben mit den Freizeitaktivitäten hier in Bernburg und ich glaube, der Podcast war auch sehr lehrreich in Sachen, was ist überhaupt eine Rosenkönigin, was machst du halt letztendlich. Ich glaube, viele wissen das halt letztendlich gar nicht und da würde ich einfach nur mal wissen, welche Bücher du zum Beispiel liest. Also liest du aktuell gerade was und wenn ja, was könntest du empfehlen oder was empfiehlst du den Leuten, was sollen sie lesen? Also ich bin jetzt nicht so der Fan von Büchern, also ja, schöne Sache, aber ich lese jetzt nicht aktuell irgendwelche Bücher und bin noch nicht so der Buchleser. Was ich lese, ist halt täglich die Mitteldeutsche Zeitung. Ich habe die auch abonniert und kann ich auch jedem nur empfehlen, man ist wirklich immer gleich auf dem aktuellen Stand oder ich bin ja, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, immer so auf der Suche nach irgendwelchen gestalterischen Wettbewerben, dann das steht da auch alles immer sofort drin und ja, man kann sich auch selbst als Leser einbringen, man kann ja Leserbriefe oder auch Fotos, Leserfotos hinschicken und es ist dann schon schön, wenn man da so sein eigenes Foto abgedruckt sieht und es ist auch immer eine Seite für Kinder drin, wo mal ein Ausmalbild drin ist oder irgendwas eben für Kinder, irgendein Rätsel oder so. Also das kann ich eben nur empfehlen. Sehr gut. Kann ich natürlich auch nur empfehlen. Also die Informationen, die man dort bekommt, dass man tagtäglich weiß, was in Bernburg los ist, ist sicher nicht schlecht und kann ich jedem nur empfehlen. Zum Schluss, die letzte Frage an dich. Was willst du den Zuhörern noch irgendwas mitgeben? So, hast du so ein paar letzte Worte oder willst du noch auf irgendwas aufmerksam machen? Kannst du sagen, was du möchtest heute? Da muss ich mal kurz überlegen. Also was mir aufgefallen ist, dass manche so ihren Alltag nicht richtig wahrnehmen. Ich fände es schön, wenn mehr Leute diese kleinen Momente schätzen wissen. Mhm. Also wenn es nur der Schmetterling ist, der am Fenster vorbeifliegt oder so, das würde ich gerne mitgeben, ja. Ja, das stimmt. Das stimmt. Im Moment halt leben und auch wirklich schätzen, was man. Und diese Glücksmomente einfach bewusst wahrnehmen und schätzen zu wissen. Das ist doch ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ja, denke ich auch. In diesem Sinne bedanke ich mich für deine Zeit wünsche dir auf jeden Fall alles Gute als Rosenkönigin und Repräsentant Bernburgs. Und vielleicht sieht man sich ja auf einem Event und macht vielleicht nochmal irgendein Video zusammen oder einen Podcast oder was auch immer. Ja. Also vielen Dank, dass du da warst. Ja, und ich bedanke mich auch. Es hat doch ganz viel Spaß gemacht.